Heute bei Wer weiß denn sowas? Eine Doppelfolge und wir beginnen mit Bernhard Hoeker und Andrea Kühlen. Und sie spielen gegen Elton und Larissa Marold. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Wer weiß denn sowas? Wie am Freitag üblich, auch heute wieder eine Doppelfolge. Zweimal hintereinander, großer Spaß, interessante Fragen. Wir werden wieder tolles Wissen vermitteln. Sie werden einiges Interessantes erfahren heute. Und ich habe natürlich gleich eine interessante und beeindruckende, spannende Information für Sie zum Beginn der Sendung. Wussten Sie eigentlich, dass Ihre Katze in Ihrer privaten Haftpflichtversicherung mitversichert ist? Ah. Oh. Ah, solche interessanten Dinge und noch viele mehr erfahren Sie auch heute wieder hier bei uns bei Wer weiß denn sowas. Und ich freue mich sehr über unsere beiden Teams. Bernhard Hoeker und Andrea Kiebel spielen gemeinsam. Und Elton und Larissa Marold. Wie wir gerade festgestellt haben, das erste Mal ein Gast aus Österreich. Schauen wir mal, wie es läuft, ob weitere folgen werden. Und wir schauen natürlich auch, wie viele Menschen sich hinter den jeweiligen Teams versammelt haben. Wie immer haben wir unser Studiopublikum gefragt. Was glauben Sie, wer gewinnt hier heute? Und es glauben 70 Menschen, dass Team Bernhard heute hier das Rennen macht. Und 48 glauben, dass Elton heute hier als Sieger die Arena verlassen wird. Ja, ich mach's also wie immer werden sich unsere beiden Teamkapitäne und ihre Mitspielerinnen nichts schenken. Wir legen los und wir schauen auf unsere 12 Kategorien und die stehen auch heute wieder auf unserer Wand. Hier sind die 12 Kategorien der heutigen Sendung. Wunder der Natur. Damals, im Labor, tierisch, tierisch, das Fragezeichen, Italien, Physik, Einspruch, was bin ich, total genial, Pferde, unser Körper. So sieht's aus. Und das Team, das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte, das darf beginnen und hat die erste Kategorie, freie Auswahl. Beide Teams haben natürlich auch einen Publikumsjoker. Und ich finde es schon mal sehr schade, dass Essen und Trinken und Österreich heute nicht dabei ist. Ja. Ich finde, wir haben schon einen Nachteil. Kein Sport, keine Promis. Larissa, komm, wir gehen. Aber Italien könnte was mit Essen und Trinken zu tun haben. Ja. Vielleicht, ich weiß es. Pferde. Ja, wo steht also, du hast eben sofort gesagt, was bin ich, weil ich das schon immer mal interessieren würde, wer du bist. Und wir wagen es. Die erste Kategorie, was bin ich? 500 Euro auch heute wieder für jede richtige Antwort. Hier ist die erste Frage. Welcher Helfer im Haushalt verrichtet seine Arbeit mit oder ohne Seele? A. Korkenzieher, B. Tee-Ei oder C. Schneebesen? Also, ein Element des Korkenziehers, des Tee-Eis oder des Schneebesens wird Seele genannt. Ja. So würde ich das mal interpretieren. Das heißt, es gibt irgendwas beim Schneebesen, da sagt man, die Seele sowieso. Beim Tee-Ei ist die Lochgröße vielleicht die Seele. Ja, und beim Korkenzieher die Windung. Die Windungsdichte, Krümmungsgrad, Drehmoment, Länge. Alter, mein Schneebesen zu Hause ist definitiv seelenlos. Korkenzieher oder ich tendenziell tendiere ich ja zum Tee-Ei, warum auch immer. Aber na. Sag du bist beim Tee-Ei, ja. Wo bist du? Ich hatte den Korkenzieher. Dann so nehmen wir den erstes. Schneebesen. Ich den Korkenzieher? Auch, wir können auch, ganz ehrlich, auch wenn es sehr früh ist, ich habe wirklich gar keine Ahnung, ich kann mir das, bis auf den Schneebesen kann ich es mir bei allen vorstellen. Publikumsjoker? Dass man von der Seele redet. Wir nehmen den Publikumsjoker, ich habe keine Ahnung. Okay, wir fragen das Publikum. Bei der ersten Frage, warum nicht? Das ist da ist es sehr gut. Ganz schnell. Ja, pong, pong. Guck mal, aufgestanden. Nee, stehen Sie ruhig auf, dass wir auch wissen. Also hier kam sofort der Finger, die standen auch ganz schnell. Haben wir jetzt beantwortet? Ja, die zuerst aufgesprungen ist. Also ihr müsst entscheiden, wer soll antworten. Wir vertrauen natürlich beiden. Optisch wäre mir der junge Mann davor viel lieber, weil er keine Ahnung. Aber Sie waren ja schon im Sprung, da hatte der Herr Pflaume noch gar nicht aufgefordert. Deshalb würden wir einfach jetzt hier den ersten Sprung. Dann komme ich zu Ihnen. Ja? So, jetzt bin ich ja sehr gespannt.
erstmal sehr gespannt, wer Sie sind. Ich bin Marita Hink und komme aus Halstenbek. Hallo, schön, dass Sie da sind. Sie haben natürlich jetzt wirklich sehr schnell hier gesagt, ho, ich habe eine Ahnung, ich weiß es. Woher beziehen Sie das Wissen? Wir haben einen guten Bekannten, der sich mit Wein sehr gut auskennt. Und der hat mir irgendwann mal erzählt, als ich einen falschen Korkenzieher hatte, einen ohne Seele, warum die Korken kaputt gehen. Okay. Die Seele ist nämlich das Loch in der Mitte. Und es gibt Korkenzieher, die haben eben kein Loch in der Mitte und dann gehen die Korken kaputt. Ach, Mensch, die Frau ist gut. Also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe. Kommen Sie her. Der ohne Seele ist dann wie so ein Spiralbohrer. Genau. Der, ne? Okay. Das hört sich sehr, sehr, sehr gut an, was Sie da gerade gesagt haben. Ja? Und wir wollen das jetzt überprüfen, ob das auch richtig ist. Also wir haben A-Korkenzieher eingeloggt und wenn das stimmt, gibt es 500 Euro für die erste richtige Antwort. Nicht für Sie in diesem Fall, noch nicht, aber fürs Team könnte Ihnen am Ende aber zugutekommen. Schauen wir auf die Lösung. Mit der Seele ist der Freiraum im Zentrum einer gedrehten Wende gemeint. Sie ist daran zu erkennen, dass man zum Beispiel ein Streichholz hineinstecken kann. Korkenzieher mit solch einer Seele bohren sich leichter in den Korken und beschädigen ihn dabei nicht. Korkenzieher ohne Seele haben eine Schraubspindel. Sie funktionieren wie eine Schraube, die man in den Korken dreht. Das ist erheblich anstrengender und bei porösen Korken kann es passieren, dass er beim Rausziehen zerbröselt oder bricht. Marita, richten Sie Ihren bekannten Grüße aus. Es war gut, dass er Ihnen das erzählt hat. Ja? Dankeschön, viel Spaß noch. Dankeschön. 500 Euro für die erste richtige Antwort auf dem Konto von Team Bernhard. So, wie machen wir weiter? Larissa und Elton? Larissa würde gerne Wunder der Natur nehmen. Ja, warum nicht? Ja, bin ich sofort dabei. Essen und Trinken gibt's ja nicht. Wunder der Natur, schon wieder eine Frage über mich. Das dachte ich mir auch. Wer verwendet das Prinzip einer Ziehharmonika zum Überleben? A. Maulwürfe bei Regen, B. Kakteen bei Trockenheit oder C. Geparde bei der Jagd. Oh, hätte man doch was anderes genommen. Ja, aber das weißt du ja eh nie. So, was ist denn überhaupt ein Ziehharmonika-Effekt? Ziehharmonika ist, zieht sich auseinander, zieht sich wieder zusammen. So, ne, spielt er. Das ist eine Ziehharmonika. Das ist das Einzige, was ich mir... Was ist sonst das Besondere an einer Ziehharmonika? Ich glaube, eventuell Geparden. Weil? Die ziehen sich zusammen im Körper und schießen dann wieder nach vorne, wieder zusammen, wieder nach vorne. Zum Beispiel. Mhm. Also bei Kakteen würde ich ausschließen. Bei, warum? Weil der steht nur da. Der steht nur da. Ja, der ich steht. Kakteen. Kakteen stehen nur da. Das ist wohl richtig. Also Maulwürfe, da redest du gar nicht drüber. Maulwürfe beim Regen. Ich spiele gerade Kaktus. Maulwürfe ist, wäre auch. Maulwürfe macht, finde ich, macht ihr am allerwenigsten. Was ist denn da das Ziehharmonika, wenn es regnet? Wenn der rauskommt und wieder rein, ist es ja auch ein Zieh. Nee. Ja, nein. Ich würde B nehmen. Also A schließen wir beide aus. Geparde, die haben eine andere Besonderheit beim Jagen. Nicht unbedingt Ziehharmonika-Effekt. Okay. Antwort brauche ich. B. Ja, das ist skurril. Skurril. Ja, das ist das Versprechen, was wir auch abgeben hier, ne? Dass man bei uns immer was Interessantes erfährt und lernt und wir auch Wunder der Natur hier zum Leben erwecken in der Sendung. In niederschlagsarmen Gegenden sind Kakteen wahre Überlebenskünstler. Ein großflächiges Wurzelsystem unter der Erdoberfläche saugt das Wasser der seltenen Regenfälle auf und leitet es in die Stämme weiter. Diese bestehen aus vertikalen Rippen, die bei der Wasseraufnahme auseinandergehen, um Feuchtigkeit zu speichern. Bei Trockenheit zehren die Kakteen von ihren Vorräten und die Rippen rücken nach dem Prinzip einer Ziehharmonika wieder enger zusammen. Spannend, oder? Die Kohle, die Kohle! Auch für euch die ersten 500 Euro auf dem Konto. Sehr gut, guter Einstieg. Dann sind so Haushaltstipps im Labor, ist so ein bisschen... Schon mal gut, schon mal beruhigen. Irgendwelche Experimente... Also, wir waren ja, du wolltest doch etwas über uns erfahren, oder? Sollen wir da nicht unseren Körper nehmen? Na los. Wir nehmen unseren Körper. Wenn wir gähnen, krümmen sich unweigerlich unsere großen Zehen. Was? Wird der Blutdruck gesenkt oder wird unser Gehirn gekühlt?
Genen krümmen sich unweigerlich unsere großen Zehen? Nein. Das ist süß, gell? Ja, aber das habe ich gerade getestet. Unser Gehirn wird gekühlt. In dem Moment, wo du anfängst zu gehen, atmest du erstmal ganz toll ein und dann... Man kneift unweigerlich die Augen zusammen. So, also, nur vor allem also. Ist Gähnen ansteckend. Wieso sollte das Gehirn gekühlt werden? Vielleicht, wenn du in der Arktis stehst. Ja, das ist ja gerade bei solchen Dingen sind es ja oft minimale Dinge. Also es geht da nicht darum, dass das auf einmal auf minus 40 Grad runterkühlt. Also, sondern das ist dann so, das ist dann 0, es ist, wäre natürlich relativ schnell. Allerdings, aber warum? Sag mir einen Grund, warum das passieren sollte. Du atmest aus, CO2 geht raus. Naja, unser Gehirn arbeitet ja ziemlich viel. Ja. Und das, die meisten Gehirne arbeiten ziemlich viel. Mhm. Und das erzeugt ja Wärme. Das ist ja der größte Energieverbrauch im Körper. Das ist so ein Moment des Nichtdenkens. Ja, und in dem Moment gibt man Wärme ab. Die Frage ist, ob das reicht, damit da ein wirklicher Effekt erzielt. Krümmen sich unweigerlich unsere großen Zehen? Wir kühlen das Gehirn. Wir kühlen das Gehirn. Komm, wir kühlen das Gehirn. Wir kühlen verdammt nochmal das Gehirn. Schön bescheuert, oder? Ihr kühlt das Gehirn. Ja, Antwort komm. C. Dunkel habe ich es auch schon mal, meine ich, gehört, aber... Und hier kommt die Lösung. Früher vermutete man, dass unser Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird, wenn wir gähnen. Aber der Zusammenhang wurde nie bestätigt. Forscher entdeckten einen anderen Grund. Bei Müdigkeit oder Stress steigt die Temperatur im Gehirn an. Um eine optimale Temperierung zu garantieren, gähnen wir, saugen die kältere Luft ein und kühlen damit die grauen Zellen. Bei extremer Hitze oder Kälte nimmt der Gähnreiz deutlich ab, da Unterkühlung oder Überhitzung droht. Am besten klappt die Kühlung bei einer Umgebungstemperatur von 20 Grad. Richtig. Sehr gut. Nur noch ganz kurz hin drauf, das Gähnen erhöht sogar den Blutdruck. Ja, ist also ganz im Gegenteil der Fall. Ja. Aber höheren Blutdruck haben Sie vielleicht auch, wenn ich Ihnen jetzt sage, 1000 Euro auf dem Konto beim Team Bernhard. Ja? So, ihr seid dran. Nicht schlecht, ja. So, Total genial. Total genial? Oder tierisch? Ja. Schön. Wir nehmen mal total genial. Wir haben ja noch den Publikumsjoker. Ja. Total genial. Womit lässt sich eine eingefrorene Autoscheibe blitzschnell enteisen? A. Wasser, Alkohol und Spülmittel. B. Glasreiniger, Alufolie und Feuerzeug. Oder C. aufgeschnittene Zitrone, Backpapier und schwarzer Tee. Alter Schwede. Also eins davon... Eins davon ist richtig. Wasser, Alkohol und Spülmittel ist eigentlich normal immer in diesen Enteisungsdingern drin. Das ist so normal. Aber das wäre mir... Frage fürs Publikum? Ja, ich lasse mal das Publikum fragen, oder? Dabei ist die Frage noch gar nicht so schwer. Ach. Dann los. Dann, was ist denn die Antwort, liebe Larissa? Ja, du müsstest sie doch wissen. Ach, jetzt, ich weiß es aber nicht. Die ist nicht schwer, die Antwort, die musst du wissen, jetzt hopp. Ich weiß es nicht. Ich schau, wie lange du das hier schon machst. Ja, aber ich hatte die Frage doch noch nicht. Ich bin irgendwie für C, ich weiß es aber nicht, deswegen lasse ich das Publikum fragen. Ich glaube, irgendeiner hat vielleicht davon noch was gehört. So, Autofahrerinnen und Autofahrer. Der letzte Winter ist ja noch nicht so lange her. Hallo? Komm, steht auf und sagt's. Ah, guck mal da. So, sehr gut. Auf und sagt C, ist doch egal. Jörg, keiner weiß. Jörg, woher kommst du? Aus Braunschweig, der Nähe. Aus Braunschweig. Extra für die Sendung hergekommen? Ja. Toll, vielen Dank, super. Schön, dass du da bist. Du fährst Auto. Ja. Eingefrorene Scheibe kennt jeder, vereiste Scheibe. Ja. Ja. Was würde dir am logischsten erscheinen, am sinnvollsten? Warte. Warum A? Ich würde auch sagen, das sind die Hauptbestandteile des Enteisungssprays. Mhm. Ja. Ihr seid raus, ihr habt einen Publikumsjoker gewählt. Ja. Jetzt haben wir Fragen das Publikum dann. Nein. Ja. So. Aber das ist doch. Ja, aber was? Willst du dich jetzt über Jörgs Antwort beschweren? Nein, Jörg ist der beste Typ der Welt. Ja. Wollte ich aber auch sagen. Sitzt er ja auch hier. Ja, genau. Ne? Erst hat er sich für dich entschieden und jetzt willst du hier. Okay. Jörg, wir schauen mal. Wir schauen gemeinsam, was macht man am besten, wenn man so eine richtig vereiste Scheibe hat. Was hilft da? Anstatt eine gefrorene Autoscheibe mit einem Eiskratzer zu bearbeiten, lässt sie sich schnell mit einfachen Hausmitteln enteisen.
Dafür benötigt man eine Sprühflasche, in der drei Bestandteile miteinander vermischt werden. 600 ml reinen Alkohol, 200 ml Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel. Die Mischung gleichmäßig auf die vereiste Windschutzscheibe auftragen. Durch die Wirkung des verdünnten Alkohols wird das Eis geschmolzen und lässt sich mit dem Scheibenwischer einfach wegschieben. Das Spülmittel entfernt zusätzlich leichte Verunreinigungen. Sehr gut. Komm ja aus der Chemie. Ah, na dann aber, das hast du uns jetzt nicht verraten, ne? Sehr gut gemacht. 500 Euro fürs Team. Danke, Jörg. Großen Applaus. Ja, für nächsten Winter mische ich mir das, ne? So. Logisch ist logisch, aber weil es logisch ist, dachte ich, ist es hier nicht logisch. Ja, aber verstehst das wäre du? Unlogisch. Wir haben auch bei Super, euch 1000 Euro auf dem Konto notiert. So, wir kommen zur dritten Frage fürs Team Bernhard. Ich habe Spaß an Physik und bin einfach neugierig, was dahinter ist. Fürchte allerdings, es nicht zu wissen. Deshalb nehmen wir es. Physik. Das ist logisch. Warum wird in einem Eierkocher für mehr Eier weniger Wasser benötigt? Weil weniger Luft erhitzt werden muss. Mehr Eier erhöhen den Kalkgehalt im Wasser. Weniger Wasser kann mehr Wasserdampf erzeugen. Oder mehr Eier bedeuten eine größere Kondensationsoberfläche. Wieso kann denn mehr Wasser, weniger Wasser mehr Wasserdampf erzeugen? Was ist denn das für eine Logik? Also, mehr Eier erhöhen den Kalkgehalt im Wasser, ist halte ich für falsch. Also ist Quatsch. Weil ja, vor allem brauchst du den auch gar nicht, um Eier zu kochen, das Kalk. Das ist Quatsch. So, weniger Wasser kann mehr Wasserdampf erzeugen. Wieso brauche ich mehr Wasserdampf bei mehr Eiern? Weil ich doch letzten Endes weniger Luft, ich habe natürlich mehr Oberfläche. Mhm. Vom Gefühl würde ich sagen, mehr Eier bedeuten eine größere Kondensationsoberfläche. Das heißt, das kondensiert das Wasser, perlt ab und kann erneut verkochen. Währenddem bei dem anderen einfach mehr Wasserdampf einfach so herum in der Luft ist. Es kann natürlich total falsch sein. Aber so schön erklärt. Du kannst vom Gefühl von mir aus bleiben, wo du willst. Was locken wir ein? Denk nicht so kompliziert. Okay, dann nehmen wir A. Nein, wir... Stopp. Wir nehmen C. Ich bin bei C. C ist eingeloggt. Wir überprüfen es, denn wir haben dieses Experiment natürlich durchgeführt. Ein Eierkocher erhitzt die Eier nicht direkt durch kochendes Wasser, sondern durch Wasserdampf. Beim Garvorgang gibt der Wasserdampf die Hitze an die Eier ab, wodurch das Wasser an der Schale kondensiert, zurück auf die Heizfläche tropft und dort wieder verdampft. Um zu kondensieren, benötigt der Wasserdampf Oberfläche. Mehr Eier erzeugen also mehr Kondenswasser. Wegen der größeren Oberfläche wird daher weniger Wasser benötigt. Aber ich war unsicher. Ich war unsicher. Sie ist richtig. Ich war so unsicher. Ich war 1500 Euro. Bisher alle Fragen richtig beantwortet. Das könnte so weitergehen. Germany's Next Top Kondensationsoberfläche. So schön erklärt. Zweiter. Tierisch oder Pferde? Ist ja. Ist fast das Gleiche, ja. Aber tierisch, da kommt da größere Auswahl. Ja, also du kennst dich mit mehr Tieren besser aus als nur mit Pferden. Ja. Wie mit Geparden. Ich wollte nur. Ja, wir nehmen tierisch. Ja, warte. Wir nehmen tierisch. Die andere Kategorie verschwindet ja nicht. Puh, ich bin total froh, das war gut erklärt. Wie verhindern die Männchen der schwarzen Witwe-Spinne, dass sich Artgenossen mit ihrer Auserkorenen paaren? Obwohl die aufgefressen werden danach. A. Sie zerstören das Netz. B. Sie entführen das Weibchen auf einen nahegelegenen Baum. Oder C. Sie reißen sich gegenseitig bis zu vier Beine aus. Lieber Gott. Tja, sich die ein Wunder Bein der Natur. Boah. So, sie entführen das Weibchen auf einen nahegelegenen Baum. Nein. Ich glaube, das Männchen ist relativ klein. Das wird... Schwarze Witwe sind dort auch die Spinnen, wo die nach der Paarung aufgefressen werden, die Männchen. Deswegen glaube ich, dass das Weibchen relativ groß ist und das Männchen relativ klein, wird also nicht irgendwie entführt. Das glaube ich nicht. Oder sie zerstören wirklich das Netz, also sprich... Von dem anderen. Weil ja, aber dann muss der ja, dann muss der, pass auf, es kommt einer an. Hey, halt. Männchen der Schwarzen. So, ich mach dich an. So, jetzt kommt der Kai, der ist ja dein Partner, und geht dann zu dem nach Hause und macht dann das Netz kaputt. Und dann kommt er wieder und sagt, hey, bei dir zu Hause brennt's, das Netz ist kaputt. Dann haut der ab. Aber lass uns doch wirklich mal vom echten Leben jetzt, also von Menschen ausgehen. Ja.
Du als Mann. Okay. Ich als Mann. Ich mach dich ja an. Kai würde mir dann aus. Ja? Wie verhinderst du, dass irgendein Typ kommt und. Und was? Ich hab sie verstanden. Und ihr schöne Augen. Vom menschlichen her würde ich dich von dem Typen wegziehen. Das ist wohl richtig. Das also Entführung. Oder sie zerstören das Netz. Ich meine, du kannst auch die Wohnung verwüsten in deiner Wut, weil du emotional bist. Mhm. Wir reden ja auch von einem Männchen. Was sie? Was machen wir? Sie reißen sich gegenseitig. Ich würde 10 nehmen. Ja, dann vielleicht können sie sich dann. Sind sie deformiert und hat der Artgenosse vielleicht gar keinen Bock mehr auf die, weil sie sagt, nee, die Alte, die hat ja nur 6 Beine. Da gehe ich lieber woanders hin. Nee, die Alte. Mit dem Inklusion. Da war schon einer dran. Die Alte. Also, ich brauche eine Entscheidung. Wollen wir 10 nehmen? Komm, das ist auch ein lustiger Film, glaube ich, wenn die sich gegenseitig da die Beine ausreißen. Ja. Wollen wir einfach riskieren und 10 nehmen? Let's do it. Ja, wir nehmen C. Gut, ihr nehmt C. Ihr glaubt, das Männchen markiert quasi das Weibchen und sagt, naja, wenn sie 4 Beine weniger hat, dann brauche ich ja meine auch nicht mehr. Ja, ein interessanter und spannender Film ist es auf jeden Fall, den wir hier zur Auflösung parat haben. Bei schwarzen Witwen kann das Netz eines einzigen Weibchens in einer Nacht bis zu 40 Männchen anlocken. Um ihre Chancen zu erhöhen, betreiben die Männchen Vandalismus. Sie reißen das Netz des Weibchens ein und entfernen einen großen Teil der Spinnenseide. Dann überdecken sie die Duftstoffe des Weibchens mit ihren Pheromonen. Auf diese Art entfernen sie die Kontaktanzeige des Weibchens. So tauchen weniger Mitbewerber auf und ihre eigenen Paarungschancen erhöhen sich. Ja. Das war die richtige Antwort. Ihr habt auf die falsche gesetzt. Das heißt, es kommt kein Geld dazu. Es bleibt bei 1.000 Euro. Ja, danke. Also, dass Sie da jetzt klatschen, verstehe ich überhaupt nicht. Ja? Weil wenn hätten Sie klatschen müssen, ne? Aber Sie wären doch, sind doch da nicht froh drüber. Wie machen wir weiter? Jetzt habe ich ein bisschen Sorge bei Tieren. Da hätten wir uns jetzt auch vertan. Wir wollten das Fragezeichen haben wir genommen, weil da müssen wir uns nicht entscheiden. Fragezeichen. Das kann alles sein. Sekundenkleber härtet aus durch A. den ausgeübten Druck, B. die Wärme der zu klebenden Gegenstände oder C. die Feuchtigkeit in der Luft. Soll ich dir die Geschichte des Sekundenklebers erzählen, wie er erfunden wurde? Ursprünglich kommt der Sekundenkleber aus der Medizin. Es wird angewendet, um Wunden miteinander zu verkleben, damit die Naht, also die Narbe, möglichst klein bleibt. Dazu nutzt der Sekundenkleber die Feuchtigkeit der Haut, zieht sie auf und dadurch härtet er aus. Du kannst zum Beispiel, wenn du Sekundenkleber nach einer Bastelaktion auf der Hand hast und versuchst, sie unter dem Wasserhahn abzuwaschen, ein echt großes Problem bekommen, weil das sieht aus, als hättest du Schuppenflechte auf der Innenhaut. Ist der sexy? Oh Gott, ist der sexy, kluge Männer! Andrea, du kannst auch gern zu uns ins Team kommen. Mit Bitte? Bernhard gewinnt man. Andrea, das Schlimme ist, wenn du jetzt sagst, oh, ist der sexy, ja, dann ähneln sich in so einem Moment eure Gedanken sehr, weil das empfindet er in solchen Momenten genauso. Das darf er. Ehrlich, war das jetzt ernst gemeint? Also ich vermute C. Vermuten wir C nach dieser Erklärung. Auch wenn Ihnen hier schon eine sehr überzeugende Erklärung geliefert wurde, wir haben unsere eigene. Chemisch gesehen wirkt Sekundenkleber nicht, indem er trocknet. Dabei würde Feuchtigkeit verloren gehen, zum Beispiel durch Verdunsten. Stattdessen härtet der Kleber tatsächlich aus. Der Fachmann spricht hier von Polymerisation. Um diesen chemischen Vorgang in Gang zu bringen, wird Wasser benötigt. Sekundenkleber härtet also durch die Feuchtigkeit in der Luft aus. Richtig! 2.000 Euro für Andrea Kiebel und Bernhard Hoeker. Sie haben noch 5 Kategorien. Wo kennst du dich denn aus? Also, ja, ihr lacht, also, ihr habt Spaß. Ja, klar. Wir nehmen Einspruch. Einspruch? Einspruch, okay. Wer im Supermarkt einen 5-Euro-Schein findet, A. darf ihn behalten,
B, muss ihn zum Fundbüro bringen oder C, muss ihn dem Supermarkt aushändigen? Das weiß doch keiner. Ist eine Rechtsfrage, ne? Also, keine Moral. Ich schließe B aus, weil das alles spielt ja im Supermarkt, deswegen... Spielt. Wenn dann abgeben, wenn dann abgeben, entweder Supermarkt oder behalten, meinst du? Genau. Okay, ja, das so. Das muss doch gar nicht Supermarktgeld sein. Es ist natürlich, Supermarkt gehört ja jemandem und deswegen kann man vielleicht sagen, pass auf, alles was da drinnen liegt, gehört mir. Wenn jetzt aber einer seinen Autoschlüssel da verloren hat, gehört ihm ja nicht automatisch dem Supermarkt, also dem Händler, das Auto, richtig? Stimmt, ja. Also Autoschlüssel würde ich zum Beispiel in der Kasse aushängen. Ich würde sagen, 5 Euro dran zu. Aber es ist auch wieder so, ich glaube auch den kannst du behalten. 5 Euro, haha, tun Tag. Du, 5 Euro sind für viele viel Geld. Ja, natürlich ist das viel Geld. Aber ich glaube, das ist noch nicht so viel Geld, dass man das zum Fundbüro bringen muss. Im Fundbüro? Wegen, nee, glaube ich auch nicht. Wollen wir einfach A nehmen? Komm, wir behalten den. A, wir behalten. Ja. Ja. Das war auch mein erster Gedanke. Gut. Komm, wir behalten den einfach. Wir nehmen A. Wir behalten den einfach. Ja. Das kann man machen. Oh Gott. Das kann man machen. Die sollte Frage man aber ist nicht. Nur, ist das auch rechtens, wenn man 5 Euro im Supermarkt findet, den einfach zu behalten, den 5-Euro-Schein? Was man findet, darf man behalten. Stimmt das wirklich? Erst ab 10 Euro besteht generell Anzeigepflicht beim Fundbüro. 5 Euro dürfte der Finder also tatsächlich behalten. Nicht aber in diesem Fall, wie aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs hervorgeht. Denn wird der Schein in privaten Geschäftsräumen gefunden, muss er dort ausgehändigt werden. Meldet sich der eigentliche Besitzer, bekommt er den Schein wieder. Meldet er sich nicht, geht das Geld in den Besitz des Supermarktes über. Das ist doch interessant, oder? Ja, ja. Also es war nicht richtig, was Sie gesagt haben, aber interessant war es, oder? Aber das war auch mein allererster Gedanke. Ja. Weil ich würde ihn auch zurückgeben. Ha, hast du nicht gerade eben gesagt, dein erster Gedanke war, ich würde ihn behalten? Ich finde, es läuft bei euch. Ja? Okay, es war mein zweiter Gedanke. 1000 Euro, es bleibt dabei. Ihr habt ja schon ein bisschen was auf dem Konto und wie machen wir weiter? Also ich persönlich erfreue mich der damaligen Zeit. Damals? Ich finde das immer spannend. Also, das ist natürlich albern, weil es ja eh irgendwann auftaucht, aber trotzdem hätte ich es gerne. Damals. Was war das Besondere am 4. Oktober 1582? Ja, aber der Hoherker kennt sich mit Zahlen aus. Als du mit deinen Freunden. Ihnen folgte direkt der 15. Oktober 1582. Für einen Tag war Deutsch die Amtssprache in Spanien. Oder C, der Kölner Dom wurde 10 Meter nach Norden verlegt. Also, der Kölner Dom wurde nicht 10 Meter nach Norden verlegt, würde ich mal vermuten, weil nämlich der wurde ja 1248 gebaut, 1248, und den 10 Meter nach Norden verlegen ist schwierig. Man Warte ganz kurz, aufgebaut. Wer von Ihnen weiß im Studio hier, wann der Kölner Dom, haben Sie es gerade gehört? Oh. Das ist doch total. Sag noch mal, das ist so, Nee, haben wir schon. Das ist doch total einfach, das ist eine Fibonacci-Reihe. Eins mal zwei, zwei, Kiwi, vier, acht. Kiwi, irgendwann hindurch, ist es, ja. Und wir schauen nach. Irgendwann ist es nicht mehr sexy, irgendwann ist es nur noch Arschloch. Nein. Niemals war Deutsch die Amtssprache in Spanien? So, es war umgekehrt. Unter Karl war das mal... war Spanisch mal Amtssprache in Österreich. Aber wir beide erinnern uns, als wir im Herbst 1582 Drachen stiegen ließen, wir beide. Ja. Ja, da wurde, sagte seine Mutter zu meiner Mutter, dass der Kalender vom Julianischen auf den Gregorianischen gewechselt wird. So. Genau. Und obwohl wir erst einen Tag zusammen waren, waren wir dann am Tag danach schon 11 Tage zusammen. Weil ja, direkt Wahnsinn. Es war halt, also mir war es egal, aber du fühlst dich direkt älter. Das war, genau. Ja. Ich glaube, das ist diese. Das, also wir kaufen ein A und möchten lösen. Ja, also, dass Deutsch Amtssprache in Spanien war für einen Tag, also hatte ich für unwahrscheinlich noch nie gehört. Das andere kenne ich, dass einfach 10 Tage fehlten wegen dem Wechsel des Kalenders. Du, auf jeden Fall schön erklärt, oder? Ich finde für die anderen Sachen bestimmt auch noch was. Bernhard, ich kann dir nur sagen, wenn Frauen anfangen, mit ihren Haaren zu spielen, sind das eindeutige Flirtsignale. Nein!
Nein, eher Unsicherheit. Bei uns läuft das auf einer anderen Ebene ab, nicht mit so oberflächlich. Aber dass Andrea so darauf abfährt, dass du so viel weißt, stellt natürlich auch die Frage, was für Männer kennt sie sonst? Na ja. Reden wir nicht drüber. Also. Ich glaube, ich möchte sagen, eine gut duftende Blume zieht viele gute Bienen an. Ja. Was machen wir? Was machen wir? Antwort A. Antwort A. Antwort A. Ein großes Gelächter im Studio. Oder war Deutsch doch für einen Tag Amtssprache in Spanien? Kann sein. Ist sie doch auf Mallorca heute noch, oder? Der 4. Oktober 1582 hat bis heute Auswirkungen auf uns alle. Denn der damals amtierende Papst Gregor der 13. ersetzte den bisher gültigen, von Julius Caesar eingeführten julianischen Kalender durch den heute üblichen gregorianischen. Der julianische Kalender hinkte den Jahreslauf der Sonne nämlich bereits um 10 Tage hinterher. Durch Auslassen von 10 Kalenderdaten wurde das korrigiert. So folgte auf den 4. Oktober der 15. Oktober 1582. Richtige Antwort! 500 Euro obendrauf, 2500 Euro auf eurem Konto. So, ihr habt ja noch zwei Fragen offen. Ja. Ja, also ihr könnt noch 1000 Euro obendrauf packen. Such was aus, komm, ist egal. Such was aus. Völlig Wurst. Okay, dann nehmen wir Italien. Italien. Was betreiben Priester in der Specula Vaticana? A. Ein öffentliches Spielcasino. B. Ein astronomisches Observatorium. Oder C. Ein historisches Kuriositätenkabinett. Specula Vaticana. Also ich würde jetzt eher an dieses... Sag doch mal, was dein erstes Gefühl ist, Larissa. An das... Historisches Kuriositätenkabinett. Ist aber auch schwierig. Historisches Kuriositätenkabinett. Ich hatte Latein, kann aber mit Specula Vaticana nichts anfangen. Genau. Warte, ich hatte Latein. Ich kenne mich da aus. Ah, sehr gut. Ich hatte da ein, hat sie das gerade gesagt. Was hattest du denn in Latein? Ja, ist doch egal. Hauptsache, ich hatte es. Hast du das kleine Latinum oder das große Latinum? Ich habe das große Latinum, man weiß ja nie. Oder hast du einen Anwesenheitsnachweis? Ich habe maturiert. Das ist Abi. Abi, also Abi. Also sprich, Abi. Specula, also jetzt von den Silben her. Aber was hat das mit dem Ganzen zu tun? Aber versuch's doch mal. Ich meine, vielleicht heißt es Specula, wenn du mir schon mal sagst, was das heißt. Specula, glaube ich, das von Schauen kommt. Von Schauen? Ja. Guck mal, da ist doch schon mal Observatorium nicht so weit weg, weil man schaut in die Sterne. Ja. Und Vatikana? Das ist ja Vatikana. Vatikan. Ja. Ja, eben. Das ist vielleicht halt... Schauen. Im Vatikanstaat oder im Vatikan? Weil von den Silben her am Ende, es gibt ja diese 6 Fälle und so. Ich glaube, es also scheinen oder schauen. Boah, das ist bei mir auch schon so lange her. Die Schulzeit. 2 Jahre. Nee, schon. Also wir haben schon wieder keine Ahnung. wie so oft hier bei diesen tollen Fragen. Aber lass uns mal B probieren. B probieren. Oder? Ja. Was sagst du? Ihr nehmt B. Ja. Ich fand, das hat sich durchaus nach einer seriösen und sinnvollen Erklärung und Herleitung angehört. Ne? Ich war sehr zufrieden mit euch. Wir waren stets bemüht. Ja. Hilft nur nicht. Hilft nur nichts. Ja, aber vielleicht in diesem Fall, man weiß es nicht. Die Specula Vaticana befindet sich in der Sommerresidenz des Papstes in Castel Gandolfo, 24 Kilometer südlich von Rom. Hier ist eine der traditionsreichsten Forschungseinrichtungen der Welt untergebracht, die Vatikanische Sternwarte. Sie diente bei ihrer Errichtung im 16. Jahrhundert der Beobachtung der Gestirne und den Studien zur Reform des Kalenders. Heute forschen hier die Priester mit modernster Technik zu Relativitätstheorie, Quantenphysik und dem Urknall. Respekt! Oh.
Ja, möchtest du deinen Lateinlehrer oder deine Lateinlehrerin noch grüßen an dieser Stelle? Ja, ich grüße euch alle. Danke, ja, danke. Weißt danke. Du denn noch, wie sie, war es ein Mann oder Frau? Es war ein Mann. Ich ging ins ORG St. Ursula Klagenfurt. Ja, aber du weißt nicht mehr, wie er heißt, oder doch? Doch, doch. Ich wusste es nicht mal damals. Ich habe immer gesagt, hallo, Herr Lehrer. Tag, Frau Professor. Frau Professor! Die Österreicher, Herr Doktor, Herr Professor. Boah, aber jetzt, wenn du mich so schnell fragst, ich weiß nicht, aber ich hatte... Aber du meldest dich einfach, wenn es dir eingefallen ist. Ich glaub, liebe Kinder, wir können danke, ihn auch später danke. Noch fragen. Voll süß, Kinder, danke. Somit wurde bewiesen, ihr lernt nicht für die Schule, sondern für fürs wer Leben. Weiß denn sowas. Ja. Genau, fürs Fernsehen. Ja, aber 1500 Euro auf eurem Konto. War jetzt sehr und wichtig. Wir kommen zu eurer letzten Frage. Sonst wären die mich im Labor oder Pferde? Pferde. Selbst wenn die jetzt richtig beantworten, Pferde. Sind wir noch im Spiel. Das ist gut. Dann habt ihr das war wichtig. Ja, ja. Leider. Um ihre Pferde vor bissigen Bremsen zu schützen, greifen Pferdebesitzer häufig zu Palmenblättern, Lockenwicklern oder Pinsel und Farbe. Ach du lieber Gott. Also, gehen wir mal von den Pferdebesitzern unseres Landes aus. Ja. Man sieht selten irgendwas mit Palmenblättern. Ja. Pinsel und Farbe, dann... Ja, es wäre halt dann eine Farbe, mit der man... Ja. Also man macht da zum Beispiel Streifen drauf und eine Bremse, die auf dem Pferd will, denkt, nee, Zebra ist doof. Nee, aber vielleicht die Terpentine, die da drin sind. Das ist der Geruch der Farbe. Weißt du, das ist so wie beim Hund, so Zeug in Nacken gegen die Zecken, da wird ein Geruch wie sagt man denn? Stoß ja einfach auf das Pferd auch draufschreiben, bitte nicht beißen. Genau. Lockenwickler. Dunkel in meinem Hinterkopf. Ja? Wabert irgendwas. Mit Lockenwicklern? Gerade du? Dass man... Lockenwickler? Oder ist das Synonym für irgendwas anderes? Ich als Frau gehe natürlich von ganz klassischen Lockenwicklern wie beim Friseur genau. aus. Aber es könnte sein, dass das bestimmt, dass die Locken gewickelt werden, damit die Haare irgendwie eher zusammen sind, weniger Schweiß entsteht und die deswegen weniger angelockt werden. Na gut. Oder dass in den Lockenwicklern ein Duftstoff ist, den man halt... Das bedeutet nicht nach hinten gucken. Ach so. Mhm. Keine Angst, jetzt werde ich das nicht mehr machen. Pinsel Wobei, und Farbe. Irgendwie gefällt es mir, was ich sehe. Aber Pinsel und Farbe, es schwingt leider auch mit. Es kann mir durchaus vorstellen, dass man die mit, natürlich nicht mit, also die werden halt nicht rot angemalt oder sowas. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Die werden nicht rot angemalt. Nicht komplett. Grün. Auch nicht. Das Problem ist, wenn du stell dir die Sommersaison vor, du fährst mit dem Auto, was weiß ich, hier oben, Schleswig-Holstein oder MacPom oder was auch immer, und die großen Pferde koppeln. Ja. Wie oft hast du angehalten und gedacht, oh, schau mal, ein Pferd mit Lockenwicklern? Mal umgekehrt, wie oft hast du angehalten und gesagt, hey, schau mal, das Pferd ist angemalt. Vielleicht sind ein Großteil der Kühe, die wir sehen, gar keine Kühe, sondern Pferde. Pferde! Die sind nur angemalt. Sind angemalt. Pinsel und Farbe oder Lockenwickler? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zwischen beiden extrem, also ich bin unentschlossen zwischen beiden, ja. Habe einen 70% Hang zu den Lockenwicklern. Das ist mehr als die Hälfte. Das ist aber viel. Ja. Ach, tendenziell zog es mich zur Farbe, ehrlicherweise. Wie viel? Mehr oder weniger als 70%? Genau 70. Dann lass uns, wenn wir unentschieden sind, dann gebe ich dem Gast. Nee, hör auf. Dann nehmen wir Lockenwickler. Du hast halt so ein gutes Gespür. B. B. Lockenwickler. Sagt ihr. Was sagen die Pferdebesitzer? Nee. B. Du Arsch! Hallo? C. Wir hätten auch C. Ich hätte C. Du Arsch! Aber welche Farbe? Hast du gerade Arsch zu mir gesagt? Womit kann man Pferde wirklich nachhaltig und effektiv vor Bremsenbissen schützen, meine Damen und Herren? Der nächste Sommer kommt bestimmt. Ein einfacher Trick kann Pferde vor bissigen Bremsen schützen. Da hilft ein Blick ins ferne Afrika. Forscher fanden heraus, dass die Streifen der Zebras die blutsaugende Tsetse-Fliege verwirren und so lästige Stiche verhindern.
Bei den heimischen Pferden funktioniert es genauso. Mit Fingerfarben oder feuchter Kohle verwandeln sie sich in Zebras. Die aufgemalten Streifen helfen tatsächlich gegen Bremsenbisse. Komm, Und Bernhard, ich möchte noch mal daran erinnern. Zack gesagt, Zebra. Das war genau das, was du exakt als allererstes gesagt hast. Ich hab's nur für Quatsch gehalten, dass ihr dann ein Video zu drehen, war mir nicht ganz. Ja, also, alles gut, ihr habt 2500 Euro auf dem Konto. Super Ergebnis. Ja, es bleibt bei diesen 2500. Und ihr habt noch eine Frage. Ihr habt noch das Labor, die letzte Kategorie, die letzte Frage vor unserem großen Finale. Wird ein Sektkorken aus Plastik angezündet? A. Heult er? B. Macht er eine Pirouette? Oder C. Fliegt er hoch in die Luft? Das war Labor. Hätten wir mal Labor. Partyspiele. Na, hast du auch Physik irgendwie was gehabt? In diesem Dings ist ja Luft. Also das ist ja nicht reines Plastik, sondern in diesem Propfen ist Luft drinne. Kann es vielleicht sein, wenn du es anzündest und die Luft entweicht, macht es jetzt ein heulendes Geräusch oder durch die, also fliegt hoch in die Luft, das schließe ich aus. Das ist zu viel Kraft, glaube ich, hat das Ding nicht. Heult es, also pfeift es jetzt dadurch, dass diese Luft ausdringt oder dringt die aus und fängt an zu drehen? Aber das ist die Scheiße, die ich ruhig sage. Das ist jetzt der Mist, den ich mir jetzt im Moment nicht erklären kann. Alles gut. Nee, wenn du so machst, kann ich mich nicht beruhigen. Wir schaffen das. So, jetzt kommst du wieder ins Spiel. Es ist eher ein Pfeifen, also, ne, aber das wäre ein Pfeifen und kein Heulen. Ich weiß nur, weil ab und zu fackelt irgendwas ab bei mir. Und das dreht sich und alles. Und was macht's dann? Heult's dann? Dreht's eine Pirouette? Du heulst dann wahrscheinlich, wenn alles bei dir abfackelt. Aber nicht legt das in die Luft. Ich muss mal überlegen, ob ich schon mal Plastik irgendwie ruiniert habe. Oh, ich glaube, es dreht sich. Dann lass uns B nehmen. Komm. Oder es heult. Ich bin für A oder B, du sagst, es dreht sich, dann nehmen wir doch ganz einfach B. Das ist so eine ganz einfache Entscheidung. Das ist so eine einfache Entscheidung, ja. Ich freue mich, dass wir so schnell zu einem Ergebnis gekommen sind. Antwort B, wenn man einen Sektkorken aus Plastik anzündet, macht er eine Pirouette. Sieht bestimmt lustig aus. Sektkorken kann man knallen lassen. Oder anzünden. Und dabei gibt es einen ungewöhnlichen Effekt. Das Plastik schmilzt, brennende Plastiktropfen fallen nach unten. Dadurch erhöht sich die Luftzufuhr und der Sauerstoff macht die Flamme heißer und heller. Es entsteht Gas, das sich blitzschnell ausdehnt. Diesen Prozess nehmen wir als Geräusch wahr. Was? Habt ihr es gehört? Es heult tatsächlich. Ja, das ist so ein Heulgeräusch. Wir waren uns beide auch sicher Pirouette. Wenn diese heißen Plastiktropfen nach unten fallen. Und jetzt muss ich an dieser Stelle sagen, weil ich ja so oft sage, Sie können das gleich zu Hause ausprobieren. Nein. Nein. Ist ja nicht. Und vor allen Dingen nicht, bevor die Eltern nach Hause kommen. Diese Plastiktropfen sind extrem heiß, also wenn die auf brennbaren Untergrund fallen. Also Vorsicht, bitte. Aus wie in deiner Wohnung. Ja? Vorsicht, bitte. Ja? Aber das war leider falsch. Das heißt, es bleibt bei 1500 Euro. Das heißt, nach unserer Vorrunde haben Andrea Kiebe und Bernhard Hoecker auf ihrem Konto 2500 Euro. Und Elton und Larissa Marold 1500 Euro. Und damit kommen wir zum Finale des heutigen Abends. Jetzt. Unser großes Finale. Und die Masterfrage kommt heute aus der Kategorie Raumfahrt. Was bitte? Raumfahrt. Raumfahrt. Oh, da danke. Das kennst Raumfahrt. Du doch. Für uns beide? So, jetzt müsst ihr bitte einen Einsatz tätigen. Das heißt, von dem bisher erspielten Geld mindestens 1 Euro, maximal die erspielte das Summe. Setzen wir nicht. Es sei denn, die machen dann jetzt so einen ganz komischen. Rück einfach auf okay, Larissa. Es sei denn, die machen jetzt so einen Wir haben es gleich. Das sind so Jungsfragen immer. Ach, Jungsfragen. Raumfahrt. Jetzt diskriminier dich doch nicht selber. Ich habe zum Beispiel Pferde, hab ich alles gewusst. Ja. Ich mach mal was ganz. Der Held macht heute mal was ganz Verrücktes. Hier kommt die Masterfrage. Wie bescheuert. Die Frage ist jetzt für uns beide, oder? Die ist für uns beide. Eine Frage an beide Teams, 20 Sekunden Zeit zum Antworten.
Welches vom Menschen konstruierte Objekt befindet sich im Weltraum am weitesten von der Erde entfernt? A. Das Hubble-Teleskop, B. Voyager 1 oder C. der Mars Pathfinder. 20 Sekunden laufen ab jetzt. Und die Zeit ist aus. So, beide Teams haben ihre Antwort eingetippt. Beide Teams haben einen Betrag vom bisher erspielten Geld gesetzt. Was die Teams getippt haben, was sie gesetzt haben, meine Damen und Herren, wer heute hier diese Sendung, diese erste Entscheidung des heutigen Abends gewinnt, das erfahren Sie gleich. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zur großen Entscheidung. Wer weiß denn sowas? Wir sind im Finale und spielen heute mit Bernhard Hoek und Andrea Kiebel und auf der anderen Seite Elton und Larissa Marolt. Ich habe beiden Teams gerade die Masterfrage gestellt, die heute lautet: Welches vom Mensch konstruierte Objekt befindet sich im Weltraum am weitesten von der Erde entfernt? A. Das Hubble-Teleskop, B. Voyager 1 oder C. der Mars Pathfinder. Das könnte links sein, ne? Fällt mir gerade. Ihr habt einen Geldbetrag gesetzt. Ihr habt eine Antwort eingetippt. Und wir schauen zuerst, was ihr getippt habt. Das Team Bernhard hat sich für folgende Antwort entschieden. Antwort B. Das Team Elton hat sich entschieden für... Antwort B. Vielleicht ist die nie geflogen, habe ich überlegt. Jetzt schauen wir auf die Setzbeträge. Das Team Bernhard hat gesetzt. Das wäre doch geil. Das wäre sehr lustig. 999 Euro. Das Team Elton hat gesetzt. 501 Euro. Ne? So, Freunde, machen wir es kurz. Hier kommt die Lösung. Das Hubble-Teleskop. Nur 575 Kilometer von der Erde entfernt. Der Mars Pathfinder, auf dem Mars gelandet. Und der Mars ist wie weit ungefähr von uns entfernt? Ich glaube 14 Sendeminuten. Ja, also 55 bis knapp an 400 Millionen Kilometer. Und Voyager 1, da sind es genau 20. Nur 20 Milliarden Kilometer. Das heißt, Antwort B ist richtig. Und damit gewinnt das Team Bernhard. Bernhard Hoek und Andrea Kiebel gewinnen 3.499 Euro. Für euch. Jawohl. Vielen Dank aber auch an Elton und Larissa Marolt. Und wir schauen, 3.499 Euro verteilt auf 70 Personen macht pro Kopf 49,99 Euro. Da kann ja noch was obendrauf kommen, denn wir spielen ja heute in einer Doppelfolge. Danke Bernhard Hoek und Andrea Kiebel, unser Siegerteam, aber danke auch an Elton und Larissa Marolt. Herzlichen Dank. Grüße nach Österreich. Ich freue mich auf unsere nächste Runde und unsere neuen beiden Gäste. So, willkommen zum zweiten Teil unserer heutigen Doppelfolge. Und in der zweiten Hälfte der heutigen extra langen Sendung spielen wir mit zwei lebenden Legenden. Team Bernhard, Bernhard Hoek und Jürgen Hinsen. Und auf der anderen Seite Elton und Markus Wasmeier. Ich freue mich sehr, euch beiden
mit schön, dass ihr Zeit hattet, mit uns zu spielen. Unsere schöne, lustige Sendung. Natürlich geht es heute hier auch wieder um Wissen. Manchmal kann man auch ein bisschen raten, kann man seinem Bauchgefühl folgen. Das kann ja auch weiterhelfen. Ne? Aber wir werden einige spannende Fragen mit euch klären. Seid ihr bereit? Jo, sowas von. Absolut. Es bleibt natürlich, Publikumsverteilung hat sich nicht geändert. Hinterm Team Bernhard. Und in diesem Falle mit Jürgen Hingsen sitzen 70 Menschen. Jawohl, so sieht das aus. Und hinterm Team Elton nach wie vor, keiner hat die Seiten gewechselt, 48 Menschen. Wenn Sie gerade erst zugeschaltet haben, im ersten Teil der heutigen Sendung hat Team Bernhard gewonnen. Wir werden sehen, wie es jetzt im zweiten Teil unserer Doppelfolge so läuft. Also, wir starten, hier sind unsere 12 Kategorien, hier ist unsere Wand. Die Kategorien sind Fragezeichen, Essen und Trinken, Fußball, Clever, Unser Körper, Südafrika, Im Grünen, Einspruch, Was bin ich, Total genial, Amerika und Vögel. Das sind die 12 Kategorien für euch. Für die nächste Runde jede richtige Antwort 500 Euro, zwei Publikumsjoker für jedes Team einen. Und wir starten mit euch. Ihr habt die erste Wahl, denn was hinter euch sitzen immer noch mehr Menschen als hinterm Team Elton. Am Anfang Essen und Trinken Essen oder und Amerika? Trinken. Ich war lange in Kalifornien. Ja, dann nehmen wir Amerika, weil mit Essen und Trinken habe ich, das geht bei mir gar nicht. Das kann ich nicht. Ich bisher, dann nehmen wir doch Amerika. Dann nehmen wir Antwort. Amerika mal. Die Frage, die erste mit euch, lautet, warum werden in den USA Uhren hergestellt, die jeden Tag etwa 39 Minuten und 35 Sekunden nachgehen? A. Die Uhren zeigen die Zeit auf dem Mars an. B. An Bord der Air Force One gilt die spezielle President's Time. Oder C. Es ist die Zeitzone der zu Alaska gehörenden Aleuteninseln. Hm. Du hast gerade gesagt, du hast lange in Kalifornien gelebt. Ja. Ist dir da irgendwas? Nee, also, ich habe die Air Force One mal gesehen, aber nicht in Kalifornien, sondern in Frankfurt, als der Präsident hier gelandet ist. Aber ich vermute, dass es C ist, die Zeitzone. Wenn es eine Zeitzone wäre, dann würde es mich wundern, warum sie so ungerade ist. 39 Sekunden. Ich weiß aber zufälligerweise, dass der Mars eine andere Tageslänge hat als bei uns, nämlich nicht 24 Stunden, sondern ich schätze mal 23 Stunden, 20 Minuten und 25 Sekunden. Okay. Und das sind Uhren, die benutzt die NASA, damit sie halt Uhren hat, um zu wissen, wann auf dem Mars welche Uhrzeit ist. Ah, okay. Auf dem Mars. Also hat es mit dem Pathfinder zu tun. Weil die ja jeden Tag 39 Minuten nachgeht. Das ist richtig. 39 Minuten ist für die Zeitzone, werden dann immer stündlich. Eigentlich eine stündliche Zeitzone. Würde man ja, die würde einmal nachgehen und dann wäre es. Alaska, okay. Macht Sinn. Macht Sinn, dann nehmen wir das, oder? Dann nehmen wir das. Wir nehmen A. Ihr nehmt Antwort A und wir schauen gleich nach der kurzen Unterbrechung, ob das auch richtig ist. Bis gleich, bleiben Sie dran. Auch wenn man auf dem Mars ist, muss man wissen, ne? Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir spielen heute mit zwei wunderbaren Teams, mit Bernhard Hoeker und Jürgen Hingsen in unserer Doppelfolge am Freitagabend. Und auf der anderen Seite Elton und Markus Wasmeier. Ich habe Bernhard und Jürgen gerade die erste Frage gestellt. Warum werden in den USA Uhren hergestellt, die jeden Tag etwa 39 Minuten und 35 Sekunden nachgehen? Bernhard und Jürgen haben sich beraten und haben sich am Ende für Antwort A entschieden. Die Uhren zeigen die Zeit auf dem Mars an. Und klingt logisch, aber ist es das auch? Etwa 100 Uhren gehen in den USA rund 40 Minuten nach. Und das auf ausdrücklichen Wunsch. Durch zusätzliche Bleigewichte werden die Uhren um die gewünschte Zeitspanne verlangsamt. Dahinter stecken Spirit und Opportunity, die in einer anderen Zeitzone stecken. Auf dem Mars ist ein Tag 39 Minuten und 35 Sekunden länger als auf der Erde. Wenn die NASA die Aktivitäten der beiden Rover beobachtet, dann rechnet sie in lokaler Marszeit. Und diese möchte man schnell und ohne große Rechenakrobatik ablesen.
Richtig. Ich hab so eine Uhr holen. Sehr gut, sehr gut. Das war die erste richtige Antwort heute. Für euch 500 Euro. Ja. Sehr gut. Und wie schaut es bei euch aus? Mit was starten wir? Wir würden, also ich persönlich, würde gerne Essen und Trinken nehmen. Jetzt nicht vermutet. Das ist seine. Also, von mir aus auch. Sehr gut. Essen und Trinken hätten wir gerne. Sollen wir euch eine Karte bringen? Wer fungierte als Namenspate der Pizza Margherita? A. Die Schwiegermutter des ersten Pizzeria-Betreibers. B. Die italienische Königin. Oder C. Der Margherita-Hügel, auf dem Basilikum angebaut wurde. Toll! Jetzt haben wir es. Du wolltest unbedingt Essen haben. Ich hätte den Körper genommen. Aber hättest du den Körper genommen? Ja, wir nehmen den Körper später. Ich kenne mich. Ja. Also. Kennst du die Schwiegermutter von der ersten Schwiegermutter des ersten Pizzeria-Betreibers. Also, ich kann mir bei den Italienern vorstellen, dass also die Schwiegersöhne dann seiner Schwiegermutter was Gutes tun wollten. Dass sie also ein bisschen verwöhnt werden und. So wie der Italiener gern ist. Mama ist für alles da. Ja, aber das ist die eigene Mutter, die sie verehren. Ja, aber vielleicht, dass er keinen Krieg hat. Das ist doch aber in Deutschland nicht anders. Ich meine, jeder schlaue Mann verwöhnt seine Schwiegermutter. Ja. Ja, das macht Sinn. Als eine Königin, die Margherita geheißen hat. Weil die Königin, die Margherita geheißen hat. Ist mir das nicht bekannt. War Italien überhaupt? Ich, mit Geschichte kenne ich mich überhaupt nicht aus, deswegen ich frage es jetzt einfach mal hinaus. War überhaupt Italien ein Königreich? Es war groß. Im Zweifel sonst auch eine Frage ans Publikum. Das glaube ich, können wir ausschließen. Also, rein gefühlsmäßig, wie ich Italiener kenne, kann ich mir das vorstellen. Aber Pizzeria in dem Fall hat es ja noch nie gegeben, weil es ja Restaurant ja noch nicht so war. Das ist ja halt ein normal arm Leitessen gewesen, wo sie die praktisch da selber gemacht haben. Lass uns A nehmen. Weil man einfach, ja. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Ja. Ihr nehmt A, ihr sagt Pizza Margherita. Falsch. Margherita war der Name der Schwiegermutter des ersten Pizzeria-Betreibers. Ja? Jetzt gucken wir, wie war es wirklich? Wie ist die Pizza zu ihrem Namen gekommen? Neapel, die Wiege der Pizza Margherita. Auf ihr landen nur Basilikum, Mozzarella und Tomaten. Genau wie die Farben der italienischen Flagge. Im Jahre 1889 reiste die Königin Margherita nach Neapel und ließ sich vom besten Pizzabäcker Raffaele Esposito solch ein Prachtexemplar servieren. Sie war so begeistert, dass die grün-weiß-rote Pizza bald in aller Munde war und anschließend nach der italienischen Königin benannt wurde. Ja, so wäre es gewesen. Also Antwort B wäre richtig gewesen. War die Königin? Damit kein Geld für euch, aber es kann ja noch einiges kommen. Wir kommen zur zweiten Kategorie für euch. Ja, das hätte ich gewusst, Owen. Ja, tritt ruhig nach. Hey, nachtreten. Ne? Also Sportler helfen zusammen, der heißt Ja, ich wollte ja, aber er hat mich bedrängt, das nicht zu tun. So, was machen wir dann? Unser Körper. Der Einfluss da. Ach, wie? Und dann auch noch unser Körper. Natürlich, unser alles Körper. Alles klar. Unser Körper. Ich bin gerade sehr zuversichtlich hier. Das läuft jetzt haben wir aber richtig Beef, mein Lieber. Welche Aussage zur menschlichen Hand ist richtig? A. Der am schnellsten wachsende Fingernagel sitzt am Mittelfinger. B. Der Ringfinger ist immer länger als der Zeigefinger. Oder C. Der Mensch hat genau 50 Knochen in der Hand. Anatomie hatte ich mal, aber... So, die Knochen kriegen wir ja schnell gezählt. Zumal der Körper, glaube ich, insgesamt nur... der Körper hat insgesamt nur so 200 Knochen, glaube ich. Und das heißt, wenn er in beiden Händen 50 hat, haben wir hier schon 100. Wenn wir dann noch die Füße dazu nehmen, sind wir schon bei 200. Dann weiß ich, warum man Wirbelsäulenprobleme hat. Das ist einfach, haben wir auch noch einige. Weil einfach ganze Lücken fehlen. Okay. Also C... Schließen wir jetzt erstmal aus. Schließen wir aus, der Ringfinger ist noch länger. So, jetzt das mit dem Ringfinger ist immer länger als der Zeigefinger. Der Ringfinger ist immer länger als der Zeigefinger. Immer länger als dein Zeigefinger ist länger als dein Ringfinger, richtig? Mein Zeigefinger ist länger als der Ringfinger. Also ist das falsch. Wobei man bei einem Sportler ja fragen muss, war das schon immer so? Nee, genau. Dein Zeigefinger ist länger als der Ringfinger. Ja, also ist B auch falsch. Also dann muss es A sein. Muss es A sein. Ausschlussverfahren. Der Ringfinger ist immer länger.
Nimmer. Genau, weil bei dir ist es anders. Selbst, ja. Total. Bernhard und Jürgen behaupten ganz kühn, der am schnellsten wachsende Fingernagel sitzt am Mittelfinger. Fingernägel bestehen aus 100 bis 150 unregelmäßig übereinander geschichteten Lagen von Hornzellen und sind bei Erwachsenen normalerweise rund 0,75 mm stark. Sie wachsen bis zu 4 mm im Monat, sind also umgerechnet mit 0,000000056 km/h unterwegs. Je länger der Finger, desto schneller wächst der Nagel. Demnach wächst der Mittelfingernagel der dominanten Hand mit ca. 0,07 bis 0,12 mm täglich am schnellsten. Was man hier alles lernt, oder? 1000 Euro. 500 sind gerade dazugekommen. Einfach. Man schneidet immer öfters den Mittelfinger. Ja, ja, das ist richtig. Ja, kommt doch an, wie oft man den Mittelfinger in den Wind hält. Ne? So, nächste Kategorie. Wir nehmen, was bin ich, komm. Okay. Wir nehmen, was bin ich. Das hätte ich gern gehabt. Verdammt. Wo befindet sich der Aalstrich? In Notenblättern von Geigern, auf dem Rücken mancher Tiere oder C, bei besonderen Wetterlagen am Himmel? Der Aalstrich. Also, ein bisschen Musiker bin ich ja. Ja. Ich habe einen Aalstrich noch nie bei den Notenblättern gesehen. Also, das wär mir, da wäre mir irgendwas bei meinem Musiklehrer irgendwas durchgegangen. Ja. Bei besonderen Wetterlagen am Himmel habe ich eigentlich auch noch keinen Aal irgendwo Strich. Das kann höchstens die Lufthansa sein, die wo da einen Strich in den Himmel setzt. Ja. Aber es gibt auf dem Rücken doch immer von manchen Tieren so einen weißen Streifen. Genau, der Scheitel quasi. Kann man sagen, oder an der Wirbelsäule entlang. An der Wirbelsäule entlang, der Scheitel, wo das Fell entweder nach rechts oder nach links wächst. Da wir uns einig sind, nehmen wir B. Ja, wer weiß, ob das noch mal vorkommt. Ja. Nehmen wir B, der Aalstrich. Ja, findet man den auf den Rücken von Tieren? Bei Hamstern, Eseln, Pferden oder Ziegen lässt sich oft ein langer, dunkler Fellstreifen auf dem Rücken erkennen. Aufgrund der Ähnlichkeit mit der langen Rückenflosse der Aale nennen Biologen den Streifen längs zur Wirbelsäule Aalstrich. Ist ja egal. Komplett von vorne bis hinten richtig erklärt. Verdiente 500 Euro. Das sind so Rechtssachen. Nächste Kategorie. Entscheid du oder sonst sag ich im Grünen? Sag du, im Grünen. Im Grünen. Im Grünen. Nadelhölzer in der Taiga schützen sich vor den extrem tiefen Temperaturen durch. Weißt du? A. Wärmedämmung. B. Photovoltaik. Oder C. Verglasung. Nichts sagen. Nichts sagen. Ganz ruhig bleiben. Du weißt Bescheid, ne? Ja, Nadelhölzer. Ja. Also, ich glaube, Wärmedämmung ist sehr aufwendig. Weil wie soll so ein Baum diese Styroporplatten um sich herum? Was hältst du von Photovoltaik? Finde ich grundsätzlich sehr gut, auch aus ökologischen Gesichtspunkten. Ja. Wegen der Sonneneinstrahlung. Wegen der Sonneneinstrahlung produziert viel Strom. Richtig. Aber da Nadelhölzer in der Taiga kein Handy aufladen müssen. Passt das nicht rein, oder was? Ich glaube, es ist die Verglasung. Extrem tiefen Temperaturen, die Verglasung. Ja, das ist Feuchtigkeit, die gefriert. Ja. Dadurch bilden sie sind sie quasi komplett eingeglast in Eis und deshalb gegen Wind und dergleichen geschützt. Weil das Eis, würde ich mal vermuten, so dann bei seinen 0 bis minus 5 Grad bleibt. Ja. Und die noch kältere Luft außen vor. Der Physiker jetzt so eine Theorie. Das ist nicht schlecht. Weil Photovoltaik wird ja letztendlich eher was mit Strom, das genau. Ist Umwandlung von. Das wäre allerdings in der Taiga, je nachdem, wie weit nördlich das ist, ein Problem, weil da ja manchmal gar keine Sonne ist. Insbesondere dann, wenn es kalt ist. Also es ist eine Verglasung. Verglasung. Ja, ja, klar. Gut, dann loggen wir Antwort C ein. Ich stelle fest, dass sich Bernhard heute an deiner Seite besonders viel Mühe gibt. Ja. Ich glaube, er möchte keine hinter die Ohren. Nein. Och nein. Das ist auch ein Stück Angst dabei. Nein, wir haben volles Vertrauen und wir kriegen das zusammen. Kriegen das schon gut hin. Antwort C habt ihr eingeloggt. Die Natur hat für viele, viele Situationen spezielle Schutzmechanismen eingerichtet. In der Taiga herrschen im Winter eisige Temperaturen. Das Thermometer zeigt teilweise unter minus 60 Grad an. Die Nadelhölzer haben eine Strategie gegen diese klirrende Kälte.
Da gefrorenes Wasser sich ausdehnen und die Zellen platzen lassen würde, verlagern sie das komplette Wasser ihrer Zellen in die Zellzwischenräume. Innerhalb der Zelle bleibt eine feste, gläserne Struktur aus Zucker und Proteinen zurück. Derart verglast kommt die Bewegung in der Zelle zum Erliegen und der Stoffwechsel fährt auf ein Minimum zurück. Ja, super. Erklärung, aber egal. Ja, die Erklärung war nicht. Aber ist ja der Hammer hier. Aber wir sind ja in Hamburg und da werden die Obstbauern im alten Land ja immer die Kirschbäume eineisen, dass sie nicht abfrieren. Ja, so weit hätte es jetzt gar nicht weggehen müssen. Ja, aber das Bild hatte ich um diese vereisten. Und Trauben gibt es das auch. Und so. Also, richtige Antwort: 1500 Euro. Oh, jetzt sind wir wieder unter Druck. Jetzt sind wir wieder unter Druck. Jetzt clever oder total genial? Was bist du? Clever? Beides total nicht. Genial. Lass uns clever nehmen. Clever. Clever. Mit welchem Hilfsmittel lässt sich eine Schraube mit rundgedrehtem Schlitz problemlos entfernen? Das muss ich unbedingt wissen. Kannst du sofort das Video zeigen? A. Magnet, B. Klebestreifen oder C. Gummiband. Welche Hilfsmittel lässt sich eine Schraube? Steht noch nicht mal die Frage. Rundgedrehter Schlitz heißt, also wenn der Schraubenschlitz ausgefranst klar, ist, ne? Wenn die überdreht ist, ne? Wenn das oben Akkuschrauber. Ja, ne? Zack, dank, 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 dank. Machst du gar keine Hausarbeit? Jetzt habe ich es verstanden, ja. So, wie kann man sich dann ein helfen? Magnet müsste mega, mega stark sein, dass der nicht durchdreht. Würde ich auch so dann sehen. Klebestreifen, das muss ja so ein Doppelklebestreifen sein. Weil? Warum soll das funktionieren? Ja, der Bohrer muss ja auch irgendwo ansetzen oder der Schraubenzieher. Ja. Gummiband. Wow. Nur noch mal zur Erinnerung, ihr habt ja auch ein Publikum. Ja, wahrscheinlich müssen wir das Publikum nehmen, weil wir an sich haben keine Ahnung. Also lass uns das Publikum nehmen. Da wird ich weiß nicht, ob der Handwerker da hinten sitzen. Mit Sicherheit sind da Handwerker. IKEA-Schrauber, aber braucht man da ein Gummiband? Ich kann mir jetzt überhaupt, ich weiß noch nicht mal ganz genau, ob man den Magneten mit an den Schraubenzieher, ob man den Schraubenzieher magnetisch vielleicht macht und dann. Ja, aber deswegen hebt er auch nicht besser, wenn es ausgefüllt wird. Lass uns das Publikum nehmen. Publikum. Okay. Warum irgendeiner weiß das? Publikumsfrage, Publikumsjoker. Wo sind die Handwerker? Wer weiß sowas? Wie kann man sich da helfen, wenn die Schlitzschraube. Vielleicht auch eine Handwerkerin, das muss gar kein Mann sein. Also. Zum Glück. Frauenquote ist sehr hoch, der EFSK. Ja, ja. Ah, ja, klar. Ja. Sind wir aufgeschützt, sehr gut. So, da oben haben wir. Aber die Vermutung ist auch schon mal gut, wir wissen es ja auch nicht. So, hallo. Sie sind? Christian. Christian, hallo, herzlich willkommen. Jo, wo kommen Sie her? Ja, hier aus Saalstedt. Okay, und Sie sind noch berufstätig? Nein, oder waren? Ich war berufstätig. Einfach. Im Baumarkt? Nein, leider nicht. Haben Sie auch mit dem Bau zu tun gehabt und selber viel gebastelt. Und, haben Sie einen Werkzeugkasten zu Hause? Natürlich. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Wollte gerade sagen, hört sich danach an, als könnte es hier Hilfe geben. Also ich habe schon Schrauben, die abgebrochen waren oder ausgeleiert waren, rausbekommen, indem ich ein Gummi damit eingelegt habe und dann mit dem Schraubenzieher richtig drauf und dann konnte man es wieder in den Griff kriegen. Boah. Also Sie sagen ja, bei Ihnen hat das schon mal funktioniert. Das ist noch lange keine Garantie für die Allgemeingültigkeit. Ja, vielleicht gibt es ja noch was anderes, was noch besser funktioniert. Aber wir haben es mal eingeloggt, Antwort C. Ohne ein zusätzliches Hilfsmittel lässt sich eine Schraube mit rundgedrehtem Schlitz mit einem Schraubenzieher oft nicht entfernen. Der Helfer? Ein Gummiband. Dieses einfach auf den Kopf der durchgedrehten Schraube legen. Dann den Schraubenzieher wie üblich auf den Schlitz setzen. So findet er den nötigen Halt und die Schraube kann wie gewohnt rausgedreht werden. Hervorragend! Richtige Antwort! Herzlichen Dank! Beste Unterstützung! 500 Euro haben wir eurem Konto gut geschrieben. Bernhard weiß jetzt fürs nächste Mal auch, wie es funktioniert. Total gut. Jetzt kann ich die Hälfte meiner Wohnung reparieren. Ich wusste das auch nicht. Ne? Da hängen Sachen, die will ich gar nicht mehr da haben. Genau. Also 1000 Euro beim Team Elton und Markus Wasmeier. So, nächste Kategorie für euch. Total genial, Südafrika, Fußball, Einspruch oder Vögel. Du bist dran. Ich habe eben im Grün gesagt. Tja,
Wer keiner Fußball nehmen will, nehmen wir Fußball. Wir nehmen Fußball. Nehmt ihr. Denn davon habe ich gar keine Ahnung. Ey, pass auf. Als Deutschland. Publikum vielleicht. Als Deutschland 1990 Weltmeister wurde, ja, war Joachim Löw nebenberuflich A. Schrotthändler, B. Krawattenverkäufer oder C. Schwimmlehrer? Also Schrotthändler nicht. Ich glaube, er hatte was mit Mode zu tun. Er hatte was mit Mode zu tun? Ja, meine ich. Ich bin mir nicht sicher. Also wenn er Schwimmlehrer mit Sicherheit nicht. Sag mal so, wenn er was mit Mode zu tun hat, kommt es darauf an, sah es gut aus oder nicht. Wenn es scheiße aussah, war er Schrotthändler. Aber dann ist er der Krawattenverkäufer. Also wenn er was mit Mode zu tun hatte, dann ist Krawattenverkäufer einfach das einzig Mögliche. Ja, Krawatten. Ja, würde ich sagen. Kurz und schmerzlos. Ist immer schick angezogen. Also ich bin froh, dass wir die nicht genommen haben. Ja. Das ist unbestritten. Ja, da muss man halt auch sportlich für sein. Sehr gepflegt, der Herr Löw, und sehr gut angezogen. Aber hat er damit auch mal nebenbei Geld verdient? Als die deutsche Nationalmannschaft 1990 unter Teamchef Beckenbauer in Rom zum dritten Mal den Pokal holte, kickte der spätere Weltmeistertrainer Jogi Löw noch aktiv beim Schweizer FC Schaffhausen. Nebenberuflich vertrieb er dort bunt bedruckte Krawatten, die in dieser Zeit topmodern waren. Allerdings lief der Absatz schleppend. Und aus dem sieglosen Krawattenverkäufer wurde der erfolgreiche Nationaltrainer. Sehr geil! Was man hier nicht alles erfährt, oder? 2000 Euro für Bernhard und Jürgen. Nächste Kategorie. Respekt. Und wir haben immer noch den Publikum. Boah. Nehmen wir die Vögel. Na, ich Vögel. Oh. Aber hier, der Naturbursche wollt die Vögel. Ja. Okay, das ist, reicht ja mit. Ich weiß es nicht, was für ein Erdteil der Welt, aber Einspruch brauche ich gar nicht. Also, dann nehmen wir Vögel. Auf welche außergewöhnliche Weise baut das Blässhuhn sein Nest? Muss man doch eigentlich wissen. Ne? A. Höhlt eine Ananas aus. Hä? B. Bastelt sich ein schwimmendes Federboot. Oder C. Baut sich eine künstliche Insel inmitten eines Sees. Also die Ananas kennen wir schon mal. Genau, also am Schluss, wenn du keine Ananas schwimmen sehen. Also. Ich auch nicht. Die Blässhühner sind meistens im Schilf drin. Eigentlich. Aha. So, wohne ich an einem See. Also ich habe noch nie frei mitten im See eines Sees. Ja, das habe ich jetzt auch noch nicht. Ein Federboot, ein schwimmendes Federboot. Eher, weil wenn die im Schilf drin sind, schwimmt es ja trotzdem, ist ja kein Land und ist ein Boot. Aber mitten im See habe ich überhaupt noch nichts gesehen. Mitten kennst du ein Fisch, wo mitten im See praktisch so eine Insel schwimmt? Also ich sage B. Du sagst B, ja. Du bist schon wieder so bastelt sicher. Bastelt sich ein schwimmendes Federboot. Ich habe schon Nest da einfach mitten. Also nicht mitten im See gesehen, aber etwas abseits vom Ufer. Dann ist natürlich künstliche Insel. Ja, die bauen mitten auf dem, aber im Wasser. Die bauen im Wasser ihre Nester. Ja, und Federboot, Federn sind ja auch sehr leicht. Und wenn die sich darauf setzen, schwimmen die denn da? So, hab ich auch noch nicht gesehen. Ich bin mir eher für C. Ja? Ja? Wir sind gleich. Wir sind C. Ihr seid also eher für C. Wir haben einige Blässhühner befragt. Das Männchen sucht den besten Nistplatz aus. Dann packen beide mit an. Das Blässhuhnpärchen sucht Steine, Äste und Schilf aus der Umgebung und positioniert sie an der richtigen Stelle, möglichst gut geschützt vor Feinden, umgeben von Wasser. Es entsteht ein Hügel, dessen Spitze über dem Wasserspiegel liegt. Eine perfekte Insel inmitten eines Sees. Sicher wie eine mittelalterliche Burg. Immer gut. Super. Sehr gut. 500 Euro dazu, 1500 Euro für Elton und Markus Wasmeier. Total genial nehmen, da können wir das ist vier Kategorien haben wir noch. Fragezeichen, Südafrika, Einspruch, total genial. Also wir haben ja noch das Publikum und würden deshalb auf total genial nehmen gehen, weil da kann man immer Leute dabei haben, die Praxis, Alltags, in der Tasche dabei haben. Vielleicht was aus dem Haushalt. Total genial. Wie lassen sich zwei ineinander feststeckende Gläser ohne Schaden voneinander lösen? Gar nicht. A. Eiswürfel ins obere Glas und unteres in warmes Wasser stellen. B. Oberes Glas mit Frischhaltefolie umwickeln. Oder C. Gläser auf eine angeschlossene Steckerleiste stellen.
Da kommt Freude auf. Also, bitte, liebe also Kinder. Ganz ehrlich, wie oft habe ich mich das auch schon gefragt? Was ist denn mit der Frischhaltefolie? Das kommt so oft vor. Es kommt total oft vor. Ich komme wo rein, dann stehen Gläser auf einer Steckerleiste. Und ich überlege mal, warum machen die das? Wenn man ein bisschen nachdenkt, ganz im Ernst, kommt man da drauf. Dann denk doch mal nach. Ich habe ja schon gedacht, ich habe ja schon meine Antwort. Aha. Zeig mal drauf. Eiswürfel oben rein, Glas zieht sich zusammen. Thermisch. Wasser unten warm. Dehnt sich aus und damit... Ich sage Ihnen nachher, was Elton getippt hat. Ja. Oberes Glas mit Frischhaltefolie umwickeln. Nee, Schwachsinn. Nützt ja gar nichts. Geht nur mit Eiswürfel, also warm und kalt. Ja, genau. Und damit Druck erzeugen und dann... Elton, was sagst du? Obere Glas wird kalt, Glas zieht sich zusammen. Wo bin ich? Ich hab, weiß ich nicht. Und das untere Glas wird warm, dehnt sich aus und damit haben wir einen Abstand geschaffen. Wollt ihr was einloggen? Wir nehmen A. Okay, ihr nehmt A. Thermophysik. Elton hätte B genommen. Und richtig ist, wenn sich zwei Gläser nicht mehr leicht voneinander lösen lassen, kann man sich ein einfaches physikalisches Gesetz zunutze machen. Körper dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen, auch wenn man es nicht sieht. Aber das untere Glas wird durch das heiße Wasser größer, während das obere sich durch kaltes Wasser minimal verkleinert. Und somit lassen sich die Gläser bruchsicher voneinander trennen. Yeah. Freunde, Dream Team. Perfekt. Ich hab gedacht, einwickeln entsteht Feuchtigkeit. 2000. Nein, er hat eigentlich gedacht, dass du irgendwie siehst, wo er hindeutet und ihr die falsche Frage macht. Ach, vergiss es. Irritation. Hm? 500 Euro oben drauf, 2500 Euro auf eurem Konto. Wir haben immer noch euch. Hey! Und die 6 Mille knallen. Und ich habe echt gedacht, da entsteht eine Feuchtigkeit und dann, aber komm, vergiss es. Wir nehmen Einspruch. Was nehmt ihr? Einspruch. Ja. Einspruch. Ja. Gab's schon? Wer darf ohne rechtliche Folgen fremde Grundstücke einfach betreten? A. Hundehalter beim Einfangen seines Vierbeiners. B. Imker bei der Verfolgung seines Bienenschwarms. Oder C. Drohnenbesitzung bei der Bergung seiner fehlgesteuerten Drohne. So. C schon mal nicht. Na, definitiv nicht. Also, ich habe Bienen zu Hause, ich bin immer zum Nachbarn umgegangen, wenn die ausgeflogen sind. Aber war nicht gefragt. Ich weiß auch nicht, ob es erlaubt war. Aber rechtliche Folgen. Ich weiß nicht, ob es erlaubt war. Also, die Bienen sind ja unser einer der wichtigsten Bestäuber. Also, da kann man durchaus Freiheiten haben. Mhm. Beim Hundehalter, ich weiß nicht, da kann ja jeder sagen: Du lauf einmal rein, dann kann ich in den Garten. Wer sehr, zum Beispiel? Ja, sehr gut. Ich war eben noch. Die Bienen tue ich mir ein bisschen schwer, wenn die so 20.000 sind. Na, da muss ich dann den Tanz machen und sagen, ich schon mal darüber. Ich habe tatsächlich über A noch ein bisschen nachgedacht, aber das ist ein sehr, sehr gutes, sehr guter Einwand. Klar, den würde ich da reinschicken und dann kann man schön mal auf der Terrasse. Oh, mein Hund ist hier. Ja, so ist. Du kannst ja auch über den Zaun werfen. Also selbst das würde ja. Ja, das kommt auf die Größe drauf an. Ja. Frage ist nur. Wie beweist der Imker, dass das sein Bienenschwarm ist? Das sind ja nicht markiert, ja oder? Das ist ja egal. Wie, das ist egal? Das ist egal, weil eine Biene ja generell ganz wichtig ist, das zu erhalten. Und wenn ein Schwarm ausfliegt und zum Beispiel keinen geeigneten Platz finden hat, sterben sie über den Winter. Also verhungern sie eigentlich. Ja. Und darum holt der Imker die immer ab. Und wenn du einen fremden Schwarm findest, dann holt der den. Weil er kann dann weiter den Bienenschwarm ja wieder betätigen. Es ist jetzt nicht so, dass das Diebstahl ist. Aber die Bienen sind ja eh immer rarer und sterben immer mehr aus. Also kann ich mir vorstellen, dass das eine Sondergenehmigung für sowas ist. Bei alle anderen Drohnenbesitzer haben wir von vornherein ausgeschlossen, auch wenn das halt aber sein Besitz ist, ist es ja wahrscheinlich genauso, wenn du einen Fußball rüber schmeißt. Ich glaube, Drohnen dürften jetzt, glaube ich, in Deutschland ist gesetzesmäßig gar nicht über fremde Grundstücke fliegen. Da brauchst du ja Sondergenehmigung. Mhm. Also okay. Macht dem Sinn, ne? Also, was machen wir? B. B. Ihr sagt Antwort B. Der Markus Wasmeier hat Bienen zu Hause. Jetzt immer illegal zum Nachbarn gehen. Aber darf man den Schwarm dann auch verfolgen, wenn er sich auf einem fremden Grundstück... Ich würde meinen Schwarm immer verfolgen, wenn er... Oh! Der war gut. Hier ist die Lösung. Das deutsche Straf- und Zivilrecht besagt... Wer ein fremdes Grundstück ohne Erlaubnis betritt, begeht Hausfriedensbruch und kann somit strafrechtlich verfolgt werden. Eine Ausnahme bilden hier die Imker.
Im BGB ist festgeschrieben, zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, außer der Besitzer verfolgt ihn unverzüglich. Ein Imker darf bei der Verfolgung des Bienenschwarms also fremde Grundstücke betreten, um seinen Schwarm zu sichern. Korrekte Antwort. Das sind nur Postboten. Macht der sich strafbar? Nur mal so nebenbei gefragt. Weiß man das? Der Postbote, darf der eigentlich gar nicht bei mir rauf? Ja, um kommt darauf an, wo dein Briefkasten hängt wahrscheinlich. Ah, okay. Ja? Ja, 2000 ja, Euro sind es bei sehr euch. Gut, sehr gut. 2000 Euro. Eine Frage noch für beide Teams. Tja, was nehmen wir? Fragezeichen oder Südafrika? Fragezeichen ist irgendwas. Südafrika ist... Südafrika. Südafrika. Ja, Südafrika. Und wir haben das Publikum. Das haben wir auch noch. Du musst Fragezeichen nehmen? Ja, würde ich sagen. Wir nehmen das Fragezeichen. Fragezeichen. Sorge. Aus welchem Rohstoff können zukünftig Autoreifen hergestellt werden? A. Russischer Löwenzahn. B. Kasachische Daunenfedern. Oder C. Deutsche Maische. Was ist denn deutsche Maische? Deutsche Maische ist irgend so ein Brei. Also die haben so einen bestimmten Harz oder was? Ja, ich habe keine Ahnung. Sondern die Harz haben, deswegen frage ich wegen den Reifen, weil aus... Ja, ja, weil die müssen natürlich sehr stabil sein. Ja. Russischer Löwenzahn, also. Nee, kasachische Daunenfedern, glaube ich. Ich würde tippen auf deutsche Maische. Ja. Halte ich... Aber da wir das Publikum haben, und das ist die letzte Frage, ja, sollten wir auf jeden Fall das Publikum fragen, ihm aber tendenziell mitgeben, dass wir... Dass eventuell die deutsche Maische in Frage kommt. Ne? Nee, dass wir am ehesten zu... dahin tendieren, ja. Genau, dahin tendieren. Aber wenn jemand eine komplett andere Idee hat und es sogar weiß, auf jeden Fall durchsetzen. Ja. So, jetzt schauen wir doch mal, ob... Habt eine Ahnung? Jemand von einem Reifenhersteller heute hier ist. Wir können das ja einfach so machen, wenn das falsch ist, was Sie sagen, also von demjenigen, der jetzt aufsteht, dann zahlen Sie das einfach privat. Ja, genau. Die 500 Euro obendrauf, dann passt es auch wieder. Ah, oh, jetzt kommen auf einmal zwei. Ah, okay. Bam, bam. Ja, als ich gesagt habe, Sie zahlen es privat, dann ist er aufgestanden. Ja. Also, wer? Okay. Ja, dann. Ich glaube, ich komme zu Ihnen, sonst hören wir Sie nicht. Erstens wollen wir Sie hören, zweitens wollen wir Sie natürlich auch noch mal sehen. Guten Abend. Guten Abend. Sie sind? Gabriele. Gabriele, hallo, schön, Gabriele, dass Sie hier bei uns sind. Wo kommen Sie her? Das ist Wolfenbüttel, also in der Nähe von Wolfenbüttel. Aha. Haben Sie beruflich irgendetwas mit Reifen zu tun? Nein. Ja? Nein. Ich bin sehr gespannt, was Sie jetzt ausführen. Also ich bin eigentlich der Meinung, es ist dieser Löwenzahn. Der ist dieser Saft da drin, den können die wohl angeblich zu gummiartigem Zeug verarbeiten. Das ist gut. Okay, also Sie sagen Antwort A, widersetzen sich damit der Empfehlung von Bernhard Hohecker, erheben sich über ihn. Ja, super. Und jetzt schauen wir mal, ob das belohnt wird. Womit kann man zukünftig Autoreifen herstellen? Ich bin gespannt. Etwa 40.000 Produkte unseres täglichen Lebens enthalten Naturkautschuk. Er wird derzeit nur aus dem Baum Hevea brasiliensis gewonnen. Wachsende Nachfrage machen ihn aber besonders kostbar. Forscher des Fraunhofer Instituts fanden eine preiswerte und umweltschonende Alternative zum Kautschukbaum, russischer Löwenzahn. Dieser produziert einen Milchsaft, der in seinen Eigenschaften vergleichbar ist mit dem Latex des Gummibaums. In Autoreifen hat sich der Löwenzahn-Kautschuk bereits bei Testfahrten bewährt. Die Reifen zeigten keine Unterschiede zu Reifen aus herkömmlichem Naturkautschuk. Hervorragend! Richtige Antwort, herzlichen Dank! Und damit auch die sechste und letzte Frage beim Team Bernhard richtig beantwortet. Und das heißt 3000 Euro auf dem Konto. So, bei euch können jetzt noch 500 dazukommen. Ja. Würdet ihr bei 2500 stehen? Kategorie ist Südafrika. Hätte jetzt auch gewählt. Welche ungewöhnliche Verteidigungsstrategie zeigt der südafrikanische Panzergürtelschweif bei Gefahr? Panzergürtel. A, wer hat ihn nicht zu Hause? A. Er greift mit schnellen Purzelbäumen an. B. Er beißt sich selbst in den Schwanz. Oder C. Er katapultiert kleine Steine mit seinen Krallen. Oh.
also, ich weiß, also der mit den Steinen, das habe ich schon mal gesehen, aber war das ein Gürtelschwein oder waren das diese Erdmännchen? Ist mir scheißegal, welcher Vogel oder was, aber ich habe es auch schon mal gehört oder gesehen, dass irgendein und Schweif also, ist, angreifen ich, mit Purzelbäumen ist ein Blödsinn. Wir nehmen C. Weißt du, selbst in den Schwanz, das geht auch nicht. Ja, das kann verteidigen. Er verteidigt sich ja nicht, wenn er sich in den Schwanz beißt. Naja, aber vielleicht gehen die davon aus, dass der rund ist, man kann nicht mehr reinbeißen oder keine Ahnung. Ich habe aber auch Schweif ist ja ein Vogel. Ist das die gleiche Ficht? Ist ein Panzergürtelschweif ein Vogel überhaupt? Das ist ja die Frage. Ja, es gibt auf jeden Fall irgendeine Vogelart, die katapultiert Steine. Panzergürtelschweif. Das heißt, er hat einen Panzer. Das ist gar kein Vogel, verdammt. Nein, ein Vogel ist das gar keiner. Wir sind eher bei Südafrika, nicht bei Vogel. Ja, aber in Südafrika können ja auch Vögel leben. Ja, auch, aber das war ja die vorherige Kategorie. Nein, also, ich bin gerade völlig falsch. Manchmal das ist ja gar kein Vogel. Panzergürtelschweif. Also er hat einen Schweif und einen Panzer und wie ein Gürtel, der kann sich biegen. Gut. Also der kugelt sich ein. Das wird er sicherlich machen. Aber dann kann er doch nicht angreifen. Das ist eher Flucht. Verteidigungsstrategie. Wenn er gar nicht mehr aus kann, dann muss er irgendwas machen. Angreifen steht auch nichts, oder? Der greift mit Purzelbäumen an. Ungewöhnliche Verteidigung. Das ist ja eine der Antwortmöglichkeiten, steht aber nicht, ich will nur präzisieren, steht aber nicht in der Frage. Nein, 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 das ist eine Verteidigungsstrategie. Also, wie heißt das so schön? Angriff ist die beste Verteidigung. Also, wenn er sich aber zusammenpackt muss er ja, und angreifen will, muss er ja sehen, wo der Gegner ist. Wenn er dann angreift. Und das kann er ja schlecht, wenn er rund ist. Also wir würden C nehmen, weil wir ja, dann eher Steine schmeißen. Ich habe aber das falsche Tier im Kopf gehabt. Ja, das ist eben das, was mich so irritiert. Tier hattest du denn im Kopf? Ein Römer? Nein. Es gibt irgendwie Vögel, die nehmen Steine nicht, und schmeißen das auf den... Lass dich doch nicht verunsichern. Macht euer eigenes Ding. Du hast doch recht vielleicht. Ha? Oder nimmt er sie und stößt sie? Wollen wir C nehmen? Weil du so lieb bist. Und du bist aber ich war bisher, heute war nicht mein Tag komplett. Ja, aber da muss ich ja umdrehen einmal. Das tut weh. Ach, du wolltest heute gar nicht gewinnen, du wolltest nur spielen. Okay, C. C. Nein, Stein hinter uns. Nein! Ich verstehe es, ehrlich gesagt, auch nicht mehr. Ihr hattet C so wunderbar ausgeschlossen. Aber nehmen wir es halt. Warum nicht? Ja, dieser gepanzerte Vogel, dieser Verrückte, der immer mit den Steinen rumschießt. Sachen gibt's. Im felsigen Süden Afrikas lebt der bis zu 10 cm lange Panzergürtelschweif. Um Feinde abzuwehren, hat die Echse eine ungewöhnliche Verteidigungsstrategie entwickelt. Bei Gefahr beißt sie sich in ihren Schwanz und rollt sich als gepanzerter Kreis zusammen. Diese Haltung schützt die gefährdete, weiche Unterseite der Tiere. Nicht mehr und nicht weniger. Antwort B wäre richtig gewesen. Das heißt, es bleibt bei Elton und Markus Wasmeier bei 2000 Euro. Und wir haben damit einen Zwischenstand vor unserem Finale. Bernhard Hoeker und Jürgen Hingsen, 3000 Euro. Wie viele Leute? 70. 70 Leute. Bernhard und Jürgen, 3000 Euro. Und Elton und Markus Wasmeier, 2000 Euro. Das klang ein bisschen enttäuscht, dieser Applaus. Kann ich verstehen. Aber die Entscheidung, die fällt ja erst jetzt im großen Finale. Bei so einer Masterfrage kann man schon mal falsch liegen, vor allen Dingen, wenn sie aus der Kategorie Hauptstädte kommt. Hauptstädte? Ach, wieder toll. Hauptstädte. Ich bitte euch jetzt, euren Einsatz zu machen. Hauptstädte. Hauptstädte. Okay. So, Markus Wasmeier weiß noch ganz genau, wenn der erste Durchgang nicht so gelungen ist, dann muss man das abhaken, sich auf den zweiten Durchgang konzentrieren. Immer der Kampf nach vorne. Genau, so muss man das auch hier bei uns tun. So, ihr habt gesetzt, Bernhard und Jürgen haben gesetzt. Damit kommt hier die alles entscheidende Masterfrage. Welche dieser Hauptstädte liegt am südlichsten? A. Madrid, B. Rom oder C. Lissabon. 20 Sekunden habt ihr Zeit und die Zeit läuft ab jetzt.
Absolute Ruhe im Publikum. Keinerlei Hinweise, nichts vorsagen, bitte. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Noch 6 Sekunden. 3, 2, 1. Und aus! Mein Tipp. Ja, ja, stimmt. Uiuiuiui, jetzt bin ich gespannt. Das ist, glaube ich, weil das Europa sieht. So, beide Teams haben ihren Einsatz getätigt. Beide Teams haben auf eine Antwortmöglichkeit gesetzt. Spannend, spannend. 3.000 Euro bei Bernhard und Jürgen, 2.000 Euro bei Elton und Markus. Du guckst mich jetzt so an. Wer hier heute Abend das Rennen macht und damit das Publikum hinter sich glücklich, das erfahren Sie gleich. Und dann lösen wir diese spannende Frage auf. Bleiben Sie da, bis gleich. Madrid, Rom oder Lissabon? Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir stehen kurz vor der Entscheidung unserer beiden Teams, die sich hier gerade der Masterfrage gestellt haben. Bernhard Hoecker und Jürgen Hingsen auf der einen Seite. Und Elton und Markus Wasmeier auf der anderen. Beide Teams gerade hochgradig nervös, denn sie haben bereits ihren Einsatz getätigt und sie haben auch ihre Antwort eingetippt. Die Frage, die Masterfrage, die ich Ihnen gerade gestellt habe, lautete: Welche dieser Hauptstädte liegt am südlichsten? Oh, da kann man sich vertun, ne? Ja. Madrid, Rom oder Lissabon? Lissabon ist relativ nördlich. Ja, die Erde ist ja rund und keine Scheibe. Ach so. Ja. Ach so. Also, schauen wir, was ihr getippt habt. Das Team Bernhard. Bernhard und Jürgen haben getippt auf Antwort C. Elton und Markus Wasmeier haben getippt auf Antwort C. Ja, also sind wir so. Nee, ja. Besser, wenn die nur. Wenn die Antwort nur C stimmt, haben und es ist falsch, haben die gewonnen. Dann werdet ihr froh. Ein weiteres Mal heute, ne? Okay. Ja. Wenn Antwort C nicht stimmt, dann kann es auch bitter werden, weil je nachdem, was beide Teams so gesetzt haben, stimmt, könnte man ja auch noch auf Null zurückfallen. Also, Bernhard und Jürgen haben eingesetzt. 2.930 Euro. Oh! Sehr klug, damit jeder eventuell einen Euro noch kriegt, war gar nicht. Es sitzen genau 70 Menschen hinter Ihnen. Und Elton und Markus haben eingesetzt von ihren 2.000 Euro. Natürlich alles. So, machen wir es kurz. Wir lösen es auf. Rom liegt 41,54 nördliche Breite. 41,54 nördliche Breite. Madrid liegt 40,24 nördliche Breite und Lissabon liegt 38,43 Grad nördliche Breite. Das heißt, Antwort C ist richtig. Und damit gewinnen Bernhard und Jürgen und super. Sie gewinnen 5.930 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, bleiben wir mal sitzen. Danke auch an euch natürlich fürs Mitspielen, Elton und Markus Wasmeier. Aber ihr fragt euch natürlich jetzt noch zurecht, wie viel bedeutet das dann für jeden von uns pro Kopf? Ne? Das heißt, ihr bekommt 70 Menschen pro Kopf 84,71 €. Und da diese Publikumsseite bereits zum zweiten Mal gewinnt in der heutigen Sendung, hat jeder, glaube ich, knapp 130 Euro heute hier gewonnen. 130, super. Ich sage herzlichen Glückwunsch, aber ich bedanke mich natürlich auch bei euch, auch für den Mut, dass ihr auf die beiden gesetzt habt. Ja. Ja. Herzlichen Dank fürs Mitspielen. Ich bin überrascht. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten und wir sehen uns dann am Montag wieder, 18 Uhr, wenn es wieder heißt, neue Woche, neue Folgen, wer weiß denn sowas. Tschüss, schönes Wochenende.